Und ich sage, willkommen zurück zu einer weiteren fantastischen Folge IDK Gaming for You. Ich bin der Dennis und wir spielen die nächste Demo, und zwar Ice Station Z. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und wieder mit dabei seid. Man kann es im Mehrspieler oder im Einzelspieler spielen. Wir gehen erstmal in den Singleplayer-Modus rein und schauen uns an, was das Spiel so kann. Also, lasst gerne ein Like, Kommentar, kostenloses Abo da. Wir legen wie immer direkt los, denn nach der Ausbreitung eines mysteriösen Virus sind wir auf uns alleine gestellt und müssen versuchen, so viele Tage wie möglich zu überleben. Wenn euch das gefällt, dann gerne auch mal in die Videobeschreibung reingeschaut, denn ihr habt ja gesehen, man kann es auch mit mehreren Personen spielen. Und dann könnt ihr gerne mal meinem Discord-Server joinen, da findet ihr den Einladungslink. Und ja, alternativ auch gerne in die Kommentare euren PSN oder Discord-Namen reinschreiben. Los geht's! Mal schauen, okay, wie wir hier interagieren können. Ich spiele es nämlich zum ersten Mal. Pistolenmunition ist schon mal nie verkehrt. Ich sammle erstmal alles, was ich kriegen kann. Ah, okay, hier kann ich reden. Okay. Ah, okay. Und ich kann mich verstecken. Aber ich weiß nicht, wie ich irgendwas anderes machen kann, wie eben zum Beispiel hier heizen oder kämpfen. Okay, mal gucken. Jetzt erstmal looten, 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 beziehungsweise sammeln, sammeln, sammeln. Das wird erstmal hier das A und O sein in dem Spiel. Und ihr findet das natürlich wie immer. Feuerholz sammeln. Ah, okay, ich muss mich drehen. Je nachdem, wie ich drehe, kann ich hier Feuerholz sammeln. Alter, was denn für ein Käse hier? Ich muss den Schneebällen ausweichen und das Holz einsammeln. Alles klar. Das ist ja crazy. Hoffentlich kommen da jetzt keine Zombies rausgeschossen, wenn ich hier aufmache. Nee, hinlegen wollte ich mich jetzt gerade mal nicht. Gucken wir mal hier drüben in das Haus rein. Das hört sich gar nicht gruselig an mit dieser Türe. Hier ist alles abgesperrt. Arschkalt ist es. Taschenlampe habe ich. Unsere Fitness ist gut. Kleidung, Karte, Menschen, Nachrichten, Rucksack. Okay, gut. Wir nehmen erstmal die rechte Tür. Gibt's nichts aufzunehmen. Alles relativ verlassen. Jagdmesser. Okay, das will ich auf jeden Fall ausrüsten. Ah, Bandage sollte ich nicht wegwerfen. Pistolenmunition. Gewehrmunition. Ja, Klavier will ich nicht spielen. Kann ich hier alle nicht aufmachen. R2 ist heilen. Essen, trinken habe ich alles noch soweit. Bin ich erstmal gut. Ich habe halt das Gefühl, dass hier jederzeit jetzt dann gleich von rechts oder links irgendwie ein fucking Zombie oder sowas rausspringt, aber noch nicht. Ich meine, allzu viele Zombies dürfte es ja nicht geben.
Da draußen sehe ich aber einen stehen. Seht ihr das? Da draußen geht einer. Ah, shit. Ist hier noch was aufzunehmen? Nix. Schöne Zeichnung. Okay. Wo kriege ich eine Knarre her? Hier kann ich duschen. Sehr schön. Auch in der Zombie-Apokalypse. Fernglas, gut. Ist es wichtig, die Hygiene nicht ausfallen zu lassen? Ist ja klar. Gib mir meinen Rucksack mal. Okay. Jagdmesser. Auswählen. Habe ich. Ah, und damit kann ich jetzt schlagen. Und ich kann das dann werfen, wahrscheinlich, das Jagdmesser. Okay. Gute Neuigkeiten. Wir haben unsere erste Waffe. Gott, ich mag die Geräusche gar nicht. Direkt in meinem Ohr. Das ist so gruselig. Kein Platz mehr im Rucksack. Shit. Bohnen. Wir haben aber erst gegessen. Okay. Schau, da draußen ist jemand. What the fuck? Ist da auch jemand? Nein. Hier gibt es überall nix. Holy shit. Eine Angel. Eine Angel, du. Das ist eine Angel. Okay, pass auf. Die Wasserflasche trinke ich jetzt mal. So, die ist weg. Kann ich die Angel aufheben? Dann können wir eine Runde fischen gehen. Okay. Ich bleibe aber erstmal beim Messer. Und ich bin neugierig. Ja, ihr seht es da hinten. Da laufen mehrere sogar rum. Da sind mehrere. Guck mal, ich gehe mal zu dem, weil der alleine ist hier. Ja, da kommt er schon. Ah, ein Eiszombie greift uns an. Okay, ich habe ihn gekillt. Sehr gut. Und all die anderen Zombies sind nicht auf uns aufmerksam geworden. Der hat aber auch kein Loot hier. Okay, shit. Mann. Das Wetter wird immer schlechter. Leben ist noch voll. Wir gehen mal zum Helikopter. Erfordert Motorteile. Fuckadoodledoo. Okay, dann wieder ab ins Haus. Es ist zu kalt wahrscheinlich. Wir gehen jetzt aber mal hier links rein, würde ich sagen. Alter, du kommst im Spiel an und bist halt direkt drin, ne? Ich hab den Knall. Sehr geil. Kein Platz mehr im Rucksack. Bandagen brauche ich gerade nicht. Pistolenmunition. Damn it. Rucksack. Gewehrmunition, Holz. Ich brauche das Fernglas erstmal nicht. Gut, dann lasse ich das Fernglas kurz hier. Wie kann ich denn Sachen droppen? Okay, gib mir die Knarre. Wo sehe ich, wie viel Schuss ich habe? Nirgendwo, ne? Okay. Wir haben eine Knarre, Leute. Wir haben eine Knarre.
Kein Platz mehr im Rucksack. Also unser Rucksack ist echt scheiße. Wir könnten hier. Wir haben keine Streichhölzer. Wir könnten Feuer machen, wollte ich sagen. Wir haben keine Streichhölzer. Wir haben zumindest mal Holz. Ich und mein Holz. Ich und mein Holz. Holzi, Holzi, Holz. Okay. Wenn ich da drauf schieße, geht es auf. Schwierig. Was auch nervig ist, ist, dass dauernd dieses vollständige Spiel spielen. Nein. Jetzt lass mich doch mal die Demo ein bisschen genießen. Ich weiß ja noch gar nicht, was das Spiel alles kann. Der sich gerade den Kopf angehauen hier? Nee. Okay. Also ich kann hier nicht besonders viel machen. In dem Spiel erstmal die erste Nacht überleben. Ich könnte hier vielleicht irgendwie. Muss ich vielleicht Zombies abknallen oder so? Oder muss ich die Zombies töten vielleicht? Ich spiele mal eine Runde Klavier. Start. Alter. Ein beschisseneres Lied hätten sie sich ja echt nicht aussuchen können. Haut ganz schön in die Tasten, der Junge hier. Okay. Puh. Was? Wenn ich Klavier spiele, kriege ich mehr Gesundheit? Alter, das ist ja mal OP. Okay. Das ist cool. Ich habe mehr Gesundheit bekommen, weil ich Klavier gespielt habe. Da würde ich fast am liebsten nochmal Klavier spielen. Damn. Okay, das ist cool. Alles erfordert hier Streichhölzer. Wo finde ich hier Streichhölzer? Eine Tarnhose. Kein Platz mehr im Rucksack. Ja, ach was. Ja, legen wir uns mal schlafen. Okay. Können wir noch mal? Können wir nicht. Können wir in anderen Betten schlafen? Können wir nicht. Haben wir hier eine Gitarre? Haben wir, können wir aber nicht spielen. Wir können nur wieder im Bett schlafen. Mal gucken, welches das gemütlichere ist. Ich gehe noch mal zu dem anderen Bett. Hier können wir auch nicht schlafen. Hier können wir im Bett schlafen. Ich weiß auch nicht, X für jede Stunde, ob ich dann einfach X drücken muss im richtigen Moment in grün
Versteht ihr? Probier es nochmal. Ich lade mal nach. Wo? Von wo? Ich habe einen Zombie gehört. Alter, hoffentlich kommt er jetzt nicht durchs Fenster. Ich gehe mal nicht raus. Ah, Leute! For real? Ey, das war's? Ach, komm schon. Okay, also es erinnert mich ein bisschen an World War Z. Es erinnert mich ein bisschen an ein, zwei andere sehr bekannte Spiele. Ja, sorry, dass es leider nur so eine kurze und sehr, sehr sporadische Demo ist. Wenigstens einen Zombie konnten wir töten. Ich hoffe, ihr konntet euch einen Überblick verschaffen. Und sagt daher danke für eure Unterstützung und bis zum nächsten Mal. Das war Ice Station Z. Tschüss.